Willkommen bei Detektiv Hurensohn. Ich bin gerade im Bad. Er geht raus und sagt, Alter, ich werd Crossdresser. Wahrscheinlich ist hier irgendwie Koks in der Luft. Und dann kriegt's irgendwann ein. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich muss mal wieder direkt zu euch sprechen. Und meine Haare sind gerade voll on fleek. Aber nur, weil ich eben frisch aufgestanden bin. Ich schaff's jetzt nicht mehr, noch irgendwie ein normales Video zu machen. Also mit Counterstricken und hin und her. Das braucht immer ewig zum Rendern. Aber ich wollte euch eher ein paar Dinge kurz berichten. Wichtige Sachen. Ich weiß, ich habe das immer noch nicht gemacht. Schreit nicht so rum. Es gibt noch so viel zu tun hier in dem Haus. Erstens, ich habe euch doch eine Überraschung versprochen. Die Überraschung ist da. Achtung. Meine Freundin hat mir etwas zu Weihnachten geschenkt. Wo ist es denn jetzt? Ah, meine Frau fragen, finde ich nichts, ne? Und zwar hat sie mir Folgendes geschenkt. So eine Einwegkamera mit einem Zettel dran. Ich habe mich natürlich erstmal hart über die Einwegkamera gefreut. Das ist ultra cool und Fashionista. Starbucks, Café Latte, Tocolino und so. Aber auf diesem Zettel stand oder steht nach wie vor Gutschein für eine Live-Action-Kamera. Beziehungsweise etwas Ähnliches, etwas Vergleichbares. Und jetzt ratet mal, was sie mir geschenkt hat. Sie hat mir einfach knallhart eine Drohne geschenkt. Ich habe mir schon länger eine gewünscht. Speziell jetzt für Videos, weil ich unter anderem zum Beispiel dieses Alligator-Cover mit Freaky Iggy zusammen gemacht habe. Das lass liegen. Natürlich will ich das Originalvideo nicht nachäffen, aber ich hätte schon gern, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber er wird die ganze Zeit von oben gefilmt. Und ich habe halt immer gesagt, ah, irgendwann, ich hole mir eine Drohne und ich mache das. Dieses Cover ist übrigens auch schon seit, keine Ahnung, wie lange haben wir das schon fertig, Freaky? Seit einem halben Jahr oder sowas mittlerweile? Ist es ein halbes Jahr schon? Also das sieht jetzt schon komplett fertig. Es könnte hochgeladen werden, aber ich habe den Anspruch, ein Video dazu machen, ein passendes, ein cooles Video. Natürlich komme ich nie im Leben an das Original ran, das will ich auch gar nicht. Aber ich will so ein bisschen den Charme zumindest des Originals hinkriegen. Und die Drohne ist einfach, das ist einfach bombastisch. Also das ist so ein geiles Teil. Ich werde jetzt danach direkt noch ein Opening aufnehmen, so ein Paket. Ich hätte fast Case Opening gesagt. Da sind bestimmt Knives drin. Also so ein normales Paket. Wie heißt denn das jetzt? Opening, glaube ich einfach nur, ne? Wie heißen die Videos? Openings. Genau, Opening. Paket Opening, ne. Ich habe ja schon einige Real-Life Openings gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich eine eigene Playlist habe. Ich glaube, die habe ich noch nicht erstellt. Ich habe die Xbox One damals geopenet. Das Raspberry Pi habe ich geöffnet. Und was noch? Mit meiner Nichte damals, diesen Playmice. Auf jeden Fall mache ich dazu noch ein extra Video. Das wollte ich euch jetzt nur sagen. Das war die Überraschung, Jungs und Mädels. Damit kann ich so geilen Scheiß machen, Alter. Ich kann sie einfach auf die Autobahn abstürzen lassen. Zweitens, ich habe hier mal das Licht ausgemacht, weil es hier so extrem scheiße hell ist. Mit Licht ist es doch irgendwie gut. Auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen komisch aussehe. Aber egal. Achtung, da hört der Greenscreen auf, du Obbe. Passt, over. Folgendes. Ihr wisst ja, ich liebe es, YouTube-Kommentare zu beantworten und ich mache das ja auch so gern. Diese neue Glocke ist wirklich der größte Abfuck. Ich weiß übrigens gerade nicht, warum ich nicht einfach auf Bildschirmaufnahme wechsle, aber ja. Ja, ich muss schnell weg vom PC, sonst regt mich noch mehr auf. Diese Glocke ist der größte Abfuck. Ihr wisst ja, ich beantworte immer alle Kommentare, auch Kommentare auf Kommentaren. Das heißt, ich schreibe, ihr antwortet und das hat man früher immer über die Glocke angezeigt bekommen und man konnte antworten. Das war nämlich klar ersichtlich, ob das ein Antwortkommentar auf einen bereits bestehenden Kommentar war oder ob es ein neuer Kommentar war. Die neuen Kommentare habe ich praktisch einfach direkt weggeklickt, weil ich die nämlich wiederum über die Kommentareinsicht auf YouTube einfach ganz, ganz easy beantworten kann. Das Wichtige bei der Glocke war mir, dass ich da erkennen konnte, welche Kommentare nur weitere Antworten sind. Und so konnte ich auf die Antworten wie in so einem kleinen Chat schön antworten. Das ist jetzt, soweit ich das gesehen habe, nicht mehr möglich. In dieser bescheuerten Glocke habe ich keine richtige Übersicht mehr. Ich kann nicht wirklich erkennen, ob das ein neuer Kommentar oder eine Antwort auf einen Kommentar ist. Und wenn ich draufklicke, geht immer das Video auf. Das heißt, erstens mal generiere ich damit jedes Mal einen Klick, was mich ultra abfuckt, weil das einfach meine Statistiken schönt, was ich nicht will. Ich kann nicht mehr einfach sehen, ah, da hat jemand geschrieben, ich öffne es und kann sofort antworten und das nächste und das nächste und das nächste, sondern ich muss jedes Mal das Video öffnen dazu und den Kommentar suchen. Bei dem Giveaway habe ich irgendwie 6, 7 oder 800 Kommentare. Da geht es nicht. Ich kann das nicht 6, 7 oder 800 Mal aufmachen. Das ist zu kotzen. Frische Kommentare, wenn ihr einfach frisch kommentiert, das ist kein Problem. Das sehe ich nämlich direkt in meiner Kommentarübersicht. Da sehe ich die ganzen Kommentare, da beantworte ich die. Und ich habe es jetzt, seitdem die neue Glocke da ist, ich glaube seit 3 Tagen, habe ich es jetzt so gemacht, dass ich immer in die Kommentarübersicht gehe und halt dreimal weiter öffne. Also praktisch ungefähr einen Tag zurückgehe. Ich hoffe, dass die verschissene Glocke wieder zurückändern. Das fuckt so übelst ab. Und das Allerschlimmste, passt auf, ich würde gerade noch irgendwie mit dieser Glockensituation klarkommen, wenn es nicht wie folgt wäre. Ich muss gleich brechen, vor Wut. Wenn man die Kommentare abgearbeitet hat in der Glocke, sind sie früher verschwunden. Logisch, zur Übersicht. Da kann ja nicht einfach dann alles noch weiterhin stehen. Da weiß man ja gar nicht, wo man war und wo man weitermachen muss. Ratet mal, was jetzt nicht mehr verschwindet. Ich bin gerade im Bad. Ihr wisst, ich bin nicht so jemand, der irgendwie sich so aufregt über YouTube und hin und her, wie es viele andere machen. Wenn es mal nicht so gut läuft, direkt nee. Und das hat doch überhaupt nichts mit Abo-Klicks, Bumswurst zu tun. Bumswurst, was heißt denn das jetzt? Diese Änderung erschwert mir einfach den Kontakt mit euch und das ist
scheiße. Ich gucke jetzt halt einfach alles durch und brauche dann ein bisschen länger. Guckt euch das an. Eine leere Glocke heißt eigentlich nichts. Nichts Neues. Jetzt drücke ich hier drauf und jetzt steht hier aber alles. Guck mal, ich kann wieder weit zurückgehen. 16 Stunden, okay. Und dann noch weitere laden. Das nicht funktioniert. Ah, es ist super. Das ist zum Beispiel eine geantwortete. Und hier, das ist neu, hat folgenden Kommentar abgegeben. Das ist neu und das ist geantwortet. Und früher konnte ich praktisch einfach hier in diesem Glockenmenü jetzt hier unten so einen Chat aufmachen und da sofort antworten. Und wenn ich das gemacht habe, ist das hier verschwunden aus der Übersicht. Guck mal, jetzt kann ich das hier, jetzt kann ich hier irgendwie keine Benachrichtigung oder... Oh, jetzt habe ich draufgeklickt. Fick. So, schaut. Und jetzt geht das Video an. Ich scroll runter und hab zwar direkt auch hier die Auswahl bekommen, dass ich jetzt hier antworten kann. Aber es bringt mir nichts. Das ist total scheiße. Und ich habe mir jetzt einen Klick generiert, den ich eigentlich nicht will. Guck, ich gehe immer hier drauf und dann sind Kommentare ausgewählt und hier sehe ich halt einfach alle neuen Kommentare. Wenn jetzt hier ein neuer oben stehen würde, wäre halt noch keine Antwort dabei. Und jetzt kann ich hier durchscrollen und dieses Menü hier zum Beispiel wie bei der Mademoiselle Taschenschlampe, dieses Antwortmenü, das hatte ich immer bei der Glocke. Das ist jetzt weg. Und jetzt muss ich hier unten auf Weiter drücken, ne? Und gucken, ob hier vielleicht jemand irgendwie da unten geschrieben hat. Deswegen hier direkt ein kleiner Tipp an euch oder für euch. Wenn ihr was Wichtiges habt, antwortet nicht auf einen Kommentar, sondern schreibt einen neuen. Das ist jetzt keine Masche oder sowas. Die Kommentare werden gleich gezählt. Ob es jetzt eine Antwort ist oder ein neuer Kommentar, wird eh gleich gezählt. So sehe ich wenigstens, das ist ein neuer Chat, da habe ich noch nicht drauf geantwortet. Bei allem anderen könnt ihr euch nicht mehr ganz sicher sein, ob ich das sehe. Wenn ihr bei uralten Videos antwortet, das sehe ich doch natürlich direkt wieder oben bei neueste Kommentare. Das ist gar kein Problem. Aber wenn ihr bei einem ganz, ganz alten Video mal kommentiert habt, ich geantwortet habe und ihr darauf dann wieder antwortet, das wird schwierig. Also auch bei neuen Videos wird es einfach schwierig. Deswegen, auch wenn es ein kleiner Abfuck ist, also eigentlich für euch ist es theoretisch überhaupt gar kein Unterschied. Ich gebe euch natürlich wieder Infos, wenn das nicht mehr so ist. Der Punkt war jetzt etwas lang. Dritter Punkt. Heute ist wieder Livestream. 19.30 Uhr geht's los. Es gibt anscheinend wieder eine kleine Überraschung für mich. Ich bin sehr gespannt. Mein Inventar ist wieder etwas geleert. Aber ich habe von gestern noch nichts gemacht. Also die Trades habe ich noch nicht verschickt. Ich habe die Spenden noch nicht eingetragen. Die Bubble Dollar hinzugefügt. Das muss ich alles noch machen. Das werde ich auch noch machen. Keine Sorge. Ich war gestern Abend dann plötzlich weg. Ich musste weg. Und deswegen, das werde ich dann aber gleich noch alles erstellen und einstellen und verwursten. Vierter Punkt. Die Gewinner des Giveaways werden dann morgen ausgewurstet. Ich habe mir schon überlegt, ich alter Gauner, dass ich diese Gewinnerauszählung in einem Video mache, das nicht danach aussieht. Zum Beispiel jetzt hier. Stellt euch vor, ich hätte jetzt hier einfach die 10 Gewinner gesagt. Dann würden ja garantiert auch nur die Leute gewinnen, die eben die Videos schauen. Und dann einfach direkt so ein Ding dazu machen, so von wegen, ja, wer innerhalb von einer Woche nicht antwortet, hat geschissen. Aber es natürlich auch im Giveaway-Video im nächsten natürlich ankündigen, dass die Gewinner ab Tag X in irgendeinem Video ausgezählt werden können. Sodass praktisch jeder immer reinschauen muss. Um halt eben die Skin-Geier abzublocken. Ich habe auch noch andere Verfahren, wie die Skin-Geier abgeblockt werden, keine Sorge. Also die Skins gehen tatsächlich an Community-Mitglieder, beziehungsweise an werdende Community-Mitglieder. Darum geht es uns ja, dass nicht einfach irgendein Dummkopf vorbeikommt, den Skin absahnt und dann nie wieder, versteht? Gut, das kann nach wie vor passieren. Einer von euch kann ja auch sagen, so, ich war jetzt 4 Monate aktiv dabei, dann gehe ich. Aber das ist schon genug Beitrag, um, ja, ich sehe so fettig aus schon wieder. Ich bin total verfettet, wech. Oh, ich dicke Spinne, oh! Das ist übrigens unsere Couch. Meine Freundin ist so eine Kissensammel-Wahnsinnige. Aber ich muss euch kurz mal ein paar Spiele zeigen. Guck mal, so, da hinten dran sind nochmal genauso viele. Und da unten ist auch alles voll. Ihr wisst ja, dass ich früher wahnsinnig war. Ich habe auch noch andere Schränke, die einfach voll sind mit Kram. Komm, eins zeige ich euch noch. Wartet, bleibt dran. Oh Gott, willkommen bei Detektiv Hurensohn. Da sind ganz viele Krachers noch. Da sind auch noch Krachers. Und dem ist mein Arsenal. Vor allem die da. Da ist mein Nintendo drin. Da ist... Das ist zu dunkel, noch ein Nintendo. Hier ist die Nintendo, ne? Die erste. Da ist der Zumba Nintendo. Der Zumba Nintendo. Und hier ist Nintendo 64. Da unten ist die PlayStation 2, die PlayStation 3, die PlayStation 1. Und da oben drauf steht noch die Sega Saturn. Und hier steht noch eine Xbox einfach so rum. Ich weiß gar nicht, warum die Scheiße an sich dran hat. Und hier habe ich noch so eine Konfettikanone. Vielleicht machen wir das beim 5000 Abo Special. Vielleicht baue ich die irgendwie. Vielleicht schiebe ich mir die in da. Vielleicht mache ich damit irgendwas. Und das ist übrigens der Balm. Ich habe meiner Freundin schon gesagt: Hey Schatz, wir gucken, dass wir den einfach ein ganzes Jahr lang stehen lassen. Und ich glaube, da wolltest du mich kurz schlagen. Aber der Wasserstand ist noch super vom Baum. Der ist noch super. Man muss die Bäume immer gießen, wissen ja die wenigsten. Und da ist der Fallout, wisch. Ich habe auch noch überall Spiele rumliegen. Und das hier ist eine Kaffeepresse. Eine French-Presse. Von meinem Girlfriend. Sie trinkt nämlich Kaffee. Sie ist so richtig erwachsen. Trinkt das nicht. Ich finde das furchtbar. Und den hat sie mir auch geschenkt. Mein L'Oreal Adventskalender. Oh. Aber soweit, so gut, Leute. Kommt zum Livestream. Er wird euer Leben verändern. Weil ja auch Zellen absterben, während man da sitzt. Und dann ist man ja eigentlich anders. Und ihr seid halt dann 2 Stunden gezellaltert. Und seid komplett anascht. Komplett anascht. Ihr geht raus und sagt, Alter, ich werd Crossdresser. Apropos Crossdresser, ha? Meine Freundin wollte unbedingt schon immer so ein Laufding. Ich hab gesagt, hey, ich hab so eins. Ich stell's hoch ins Schlafzimmer. Was macht's drauf? Nix. Wie so ein alter Sack, der sich irgendwie aufregt über die Kinder. Ich hab denen die guten Werther-Skuzel-Bonbons geschenkt, den Jungs. Wissen Sie, was sie damit machen? In der Arschdecke, komisch. Wir haben das früher nicht gemacht. Wir haben früher mit der Hitlerjugend, ma.
Ah, das ist meine Hand. Und jetzt muss ich gehen, sonst schaffe ich es nicht mehr. Bis 17 Uhr. Und ich mache irgendwann mal so eine Führung. Ich weiß, ihr wollt unbedingt so eine Roomtour bzw. eben Haustour. Ich bin ja Hausbesitzer. Das muss ich euch noch kurz zeigen. Das ist mein Burger. Den habe ich mir ganz feste dahin gehängt. Das ist wichtig. Aber jetzt ist auch mal gut, okay? Bei diesen Rumlaufvideos ist es immer das Gleiche. Ich fange an recht seriös und dann wird so... Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Wahrscheinlich ist hier irgendwie Koks in der Luft. Ich laufe hier rum, nehme es immer mehr auf in die Nase, in die Haare, in den Mund und dann kriegt es irgendwann ein. So, also, 19:30 Uhr Livestream, komm vorbei, bis dann, ciao, ciao.